Herzlich willkommen, es gibt wieder ein neues Video. Es geht auch um das Schnitzen, aber das ist am Ende des Videos. Also dann werde ich da nochmal hier die Minutenzahl einblenden. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen einleitend sprechen über das Schnitzen, woran ich gerade bin, was jetzt als nächstes ansteht und auch das Produkt der Woche. Und ja, dann bastle ich noch so eine kleine Geschichte auch hier. Nennt sich Abschieber, und zwar ist das für die Absauganlage. Das habe ich mir also genau passend gemacht, und da kann ich jetzt hier entsprechend rüberschieben und meine entsprechende Anwendung dann genau mit dem Sauganschluss versehen, dass das immer an der richtigen Stelle abgesaugt wird. Da bastel ich gerade ein bisschen dran rum, und das werde ich vielleicht dann mal in einem Blogbeitrag veröffentlichen. Also falls dich sowas interessiert, es gibt ja da auch schon viel hier auf YouTube. Aber ja, wenn man das nochmal da gut nachvollziehen kann, was man vielleicht alles braucht oder so ein bisschen die Vorbereitung vereinfacht, werde ich das eventuell mal in einem Blogbeitrag verfassen, was ich da so gebastelt habe oder auch wie ich es gemacht habe und wie es dann am Ende funktioniert und mir hilft. Was ich da noch entdeckt habe im Zuge meiner Vorbereitung, es gibt so eine schöne Absauganlage von Record Power, und zwar kannst du da diese 100er dicken Schläuche ansetzen, aber gleichzeitig auch das Verjüngen auf 50 mm, ohne dass der Druck zusammenbricht. Also da vielleicht mal nachschauen, wer gerade über sowas nachdenkt. Ich werde mir das Gerät eventuell noch besorgen, weil ich hier noch was anderes vorhabe und das gut gebrauchen könnte, dass ich viel Saugkraft habe, aber auch auf einen dünnen Schlauch bringen kann. Also das interessiert mich, und das hätte ich gerne, und das werde ich mal unter dem Video verlinken. Wenn ich das Gerät eines Tages mal habe, mache ich sicherlich auch gerne noch ein Video dazu und was ich damit Schönes gebastelt habe, aber das ist noch geheim. Ja, okay. Dann hätte ich noch das Produkt der Woche, und zwar war hier ein 8-Jähriger, der hat einen Fuchs geschnitzt. Also ich war total begeistert, er hat richtig Freude gehabt und auch Gas gegeben. Und da standen wir am Anfang nun vor dem Fuchs, der war aufgespannt und er fing an zu klopfen mit so einem größeren Klüpfel. Haben wir gemerkt, für ein Kind passt das irgendwie nicht. Also er war mit seiner Oma da, die ihn da begleitet hat. Das würde ich natürlich auch Ihnen empfehlen, wenn Sie zu mir kommen wollen mit Ihrem Enkel oder so, dass Sie dann vielleicht selber auch mitkommen, weil die Frau hat dann auch ein bisschen mitgeholfen und will auch gerne was schnitzen, also hatte da selber Interesse. Und irgendwann habe ich dann diesen kleinen Messingklüpfel ausgepackt mit 450 Gramm, weil ich gemerkt habe, das passt genau für ihn, weil er muss da nicht so weit ausholen, hat trotzdem richtig schön Druck. Also das habe ich jetzt geschenkt bekommen, das habe ich mir nicht gekauft und ich werde dafür auch nicht bezahlt. Das Ganze wird von Pfeil hergestellt und von Diktum vertrieben, aber wie wir wissen, Diktum möchte ja nicht mit mir zusammenarbeiten. Also einfach mal unbezahlte Werbung, aber das ist richtig toll, so für Kinder, und ich nehme das jetzt für Reliefe und so kleine Sachen, weil du kannst da wirklich ganz genau stoppen, ja. Das unterschätzen auch immer viele Kursteilnehmer von mir, dass sie da wirklich Millimeter genau stoppen können, und mit sowas natürlich ideal im Detailbereich, wenn man eine Arbeit mal ein bisschen künstlerisch gestalten möchte und mit so Schlägen versehen, kann man damit also auch bis zum Ende ganz toll hauen, dass das dann gehauen aussieht und eine richtig schöne Wirkung erzielt, ja. Und jetzt bin ich hier an meiner Schriftplatte dran, also ich schnitze eine erhabene Schrift, ja. Das mache ich hier für einen älteren Herrn aus Berlin, der gerade ein bisschen schwere Zeit durchmacht. Und ich mache das ehrenamtlich, deshalb ist das jetzt noch nicht vollendet. Also ich mache es für ihn als Geschenk, er wollte es gerne haben. Und auch so mit erhabener Schrift. Und das ist ja mal ganz interessant, weil das ist irgendwie ein bisschen einfach. Manche scheuen es vielleicht, weil es viel Aufwand ist, aber lässt sich am Ende dann doch einfach machen, ja. Und kann man auch mal gut nachmachen. Vielleicht ist es so eine Anregung für Leute, die jetzt hier zuschauen und sagen, das ist alles zu kompliziert, was du irgendwie machst. Aber das ist jetzt mal ein Projekt, was man gut nachmachen kann und was auch richtig was hermacht, weil es hat eine super Fernwirkung. So Licht und Schatten mit der erhabenen Schrift ist richtig gut. Ich werde ja dann noch genauer darauf eingehen im Schnitzteil. Aber das macht richtig was her. Ich habe jetzt sogar gemerkt, ich hätte gar nicht die 4 mm da rausfräsen müssen. Hätten auch 3 oder 2,5 mm gereicht, dass man schon diesen Licht-Schatten-Effekt hat und dann auch noch richtig gut ringsrum schnitzen kann. Also da kann man richtig was rausholen. Und auch mit diesem Klüpfel, das ist nämlich Buche, sollte es so sein. Und da kann ich richtig schön arbeiten, also in diesem härteren Holz so schön klopfen. Und für Kinder, also
habe ich völlig unterschätzt, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ja, richtig, richtig gut, so kleiner Messingklöpfel, 450 Gramm, kann ich also nur empfehlen. Gut, jetzt haben wir den Abschieber, den Messingklöpfel. Genau, woran bin ich sonst noch am Bodemuseum? Ja, ich habe da schon ja jahrelang drauf gewartet, dass mal sowas kommt. Und zwar soll ich jetzt für das Bodemuseum eine kleine Replik machen. Da gibt es also im Hintergrund die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, so heißt das, meine ich. Da arbeiten Doktoren und Leute, die Rang und Namen haben. Also mit solchen Leuten darf ich jetzt mich abstimmen, unterhalten. Ist sehr spannend, weil früher dachte ich, Mensch, es wäre doch gut, wenn mal sowas kommt. Und jetzt kam es einfach so, hat sich einfach so ergeben. Es soll eine kleine Replik machen. Die wurde früher aus Tamariskenholz geschnitzt, so ein Daniel in der Löwengrube aus dem 6. Jahrhundert, vormals aus Ägypten. Also schon aus frühchristlicher Zeit, kann man so praktisch sagen. Und er hatte ein paar Spuren nach sich gezogen, das Ganze ist ein bisschen in Mitleidenschaft geraten, natürlich hier und da was abgebrochen, soll genauso nachgemacht werden, also gut es eben geht, nach Bildern hauptsächlich. Ich muss mal dahin fahren, jetzt ins Museum, mir das Ganze anschauen. Ist ein spannendes Projekt irgendwie und das schön genau nachzumachen interessiert mich auch, weil es soll dann für eine Ausstellung gedacht sein, ich glaube eine Ausstellung außerhalb von Berlin, dass man das da einfach nochmal hier und da zeigen kann, so eine schöne Schnitzarbeit und jetzt mit dem Bode-Museum mal da zusammenzuarbeiten, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Also richtig tolle Sache für mich und das werde ich jetzt im August machen. Deshalb muss ich natürlich auch meine Marmorbüste erstmal ruhen lassen, weil es da einen Termin gibt. Das muss spätestens Anfang September fertig sein. Gut, wir schnitzen das aus Eiche. Da gibt es jetzt Linde. Das helle ist Linde, das dunkle ist Eiche. Und die Eiche ist für die, ja, Rekonstruktion im Bodemuseum bestimmt. Das Tamariskenholz von damals, das gibt es nicht in diesen dicken Durchmessern. Das war Mittelmeerraum stark verbreitet, aber es ist mehr so ein Busch eigentlich und hat nur so dünne Stämme. Und das wäre also unbezahlbar, so ein Tamariskenholz herbeizuholen, weil im Original ist das 41 cm breit und das war ein Stamm mehr. Also das war noch ein dickerer Stamm. Und man sich fragt, wow, wo kam dieser Stamm her, wo diese Bäume doch eigentlich gar nicht so groß werden? Vielleicht wurden die damals größer, weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Gut, gehen wir rüber zur Platte. Also ich denke, das Ganze kann man schön nachmachen. Und ist eine gute Anregung, so für Hobbyschnitzer, da was Schönes zu gestalten, weil es macht was her. Es ist recht einfach zu machen. Man kann mit der Oberfräse schon das meiste Material wegnehmen oder auch mit einem kleinen Bohrer. Ja. Da lässt sich viel vorarbeiten, auch mit Maschinen, was auch viele gern machen und wahrscheinlich schon zu Hause haben. Also dann probier das doch mal aus, da vielleicht was rauszuholen. Man muss das auch nicht zwangsläufig schnitzen. Ich habe jetzt schon probiert, man kann das auch mit so einem ganz kleinen, feinen, ja, Stift- oder Stabfräser nachfräsen, wenn man so feine Fräser hat und ein bisschen härteres Holz oder sei es auch irgendwas anderes, was jetzt nicht Holz unbedingt ist, kann man da eben auch schön fräsen und da auch gute Ergebnisse erzielen. Also überleg mal, ob das vielleicht was für dich ist. Jetzt zeige ich so ein bisschen, wie ich es gemacht habe, was ich da fabriziert habe. Es ist dieser Gelassenheitsspruch, der sehr bekannt ist. Durch viele Selbsthilfegruppen, die es ja überall dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Und da hat es einen sehr hohen, ja, Aufschwung erlebt. Geht auf die griechische Philosophie zurück, aber der US-amerikanische Theologe, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der hat das dann in die jetzige Form gebracht. Da gibt es auch verschiedene Versionen, auch säkular, ja, ohne jetzt den Gottesbezug. Und ich denke, das ist ein toller Spruch. Manche machen sich das groß an die Wand oder auf irgendwelche Tassen lassen sich dann drucken oder so. Ist ja anregend, weisheitlich und hat einen tiefen Gehalt, woran man viel rausziehen kann, wenn man nicht im Burnout oder weiß ich nicht, in der Sucht enden möchte, kann einem das wirklich viel weiterhelfen. In diesem Sinne hat mich auch gefreut, dass ich jetzt daran arbeiten darf. Es wird sich noch ein bisschen hinziehen, weil ich es nebenbei mache und das kein offizieller Auftrag ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht auch beim selber Ausprobieren. Jetzt fragen manche vielleicht, wo hast du denn die schöne Schrift her? Hier war ein älterer Herr, der sich das mal angeschaut hat, vorbeigekommen ist, eine Frage hatte und
Da hat er gefragt, wo hast du denn das her? Hier ist also der Schriftengenerator von Schriftenkönig. Also König, das ist, ich meine, ja, irgendwie so ein Steinmetzbedarfsladen. Die haben also tolle Sachen für Steinmetze und so. Und da ist ja das Thema Schrift auch ganz wichtig bei den Steinmetzen. Da kannst du dir hier irgendwie eine Schrift auswählen. Kannst es auch irgendwie noch dann in der Größe verändern. Okay, hier kann man das jetzt vergrößern. Kannst es auch noch größer machen, entsprechend ein bisschen sehr groß Zucker, dann schön ausdrucken das Ganze. Das geht dann natürlich schnell mal über eine Seite. Ich musste jetzt mehrfach das ausdrucken, weil das ist ja über A4. Hab das zusammengeklebt. Aber das hier gefällt mir schon mal, weil du kannst jetzt auch hier zum Beispiel noch, also das ein bisschen stretchen, ja, normal, klein. Hast hier so verschiedene Einstellmöglichkeiten. Schriftart, die wollte ich jetzt noch Schreibweise. Okay, hier kannst du jetzt groß, klein noch und sowas. Geht natürlich auch mit normalen Programmen. Also, und hier, das ist eben auch schön, da kannst du so ein bisschen Steinmetz-mäßige oder ja, was für die Gestaltung irgendwie ein bisschen okayisch aussieht, also was man jetzt auch gut noch schnitzen kann. Das ist, was du dir auswählen kannst. Auch modernere Schriften. Ja, das ist auch schon mal in diese plastische Form hergebracht. Also das fand ich eigentlich ganz ansprechend, dass da schon mal ein bisschen mit weitergedacht wird. Ja, man sieht schon mal, wie sowas aussehen könnte. Wenn du das jetzt zum Beispiel plastisch schnitzt, da kannst du also oben noch in der Kante auch noch gestalten hier. Also schriftenkönig.de ist deine Adresse, wo du mal ein bisschen rumspielen kannst, mal probieren, dass man das schon mal ja für sich visualisieren kann, weil diese ganzen Softwaren und Programme, wo man jetzt also noch wesentlich mehr machen kann und noch viel mehr Schriften oder eigene Schriften sogar einfügen kann, die sind doch schon recht teuer und kosten dann mehrere hundert Euro und dann braucht man natürlich auch noch den passenden Drucker dazu und am besten auch noch mit Klebefolie und hast du nicht gesehen. Also das reicht uns, denke ich mal, für einen Hobbybereich hier. Mal so eine ganz einfache Lösung.
Ich danke dir fürs Zuschauen. Hinterlass gerne ein Like. Kommentiere das auch gerne, wenn du vielleicht noch Fragen hast oder Anregungen, was man besser machen, anders machen kann. Dann schreibe das doch auch gerne unten in die Kommentare rein. Ich lese mir das durch, kann nicht immer antworten, aber dann können wir da auch gerne noch in Kommunikation treten oder folge mir auf Instagram, wenn du mal zeitaktuell in den Stories zum Beispiel was sehen willst, wo ich gerade aktuell dran bin, dann ist das durchaus mal da zu sehen. Der Marmor, die Büste, das ist ein bisschen geheim, weil ich das Ganze am Ende so ein bisschen die Spannung halten will. Wenn ich das dann mal fertig habe, dann will ich das auch hier zeigen. Gut, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du keine dieser Videos mehr. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Arbeiten. Bis zum Wiedersehen, mach's gut und tschüss.